So, das hätten wir. Dann also jetzt vorwärts, Kinder. Du meinst wohl rückwärts, ja? Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Oma kommt zu Besuch. Wieso hast du nicht auf Papa gewartet? Er wollte dich doch abholen. Mir war viel zu kalt. Stell dir vor, es ist sehr feucht bei mir. Die Heizung ist kaputt. Das ist ein Problem. Solange sie repariert wird, bist du bei uns gut aufgehoben. Na, mein kleiner Nick, freust du dich, dass Oma für ein paar Tage bei euch wohnt? Ja, und wie? Toll ist das. Ah, hier bist du. Na, vielen Dank, dass ich umsonst hin und her fahren durfte. Und wo ist mein Koffer? Was denn für ein Koffer? Och, ich hatte dir einen Zettel an die Tür geklebt, damit du meinen großen Koffer mitbringst. Du bist ja dermaßen zerstreut, mein Lieber. Oh, Mist. Hier habe ich ja den Zettel. Naja, das macht jetzt auch nichts mehr. Er weiß ja, was er herbringen soll, meinen Koffer. Oma ist prima. Sie hat immer gute Laune. Da ist dein Koffer. Was ist das für ein Geruch? Omas Krabbenkrapfen. Koste mal. Hier. Krabben? Ich reagiere allergisch auf Krabben. Ich geh schlafen. Liebling, ich habe Mama unser Bett gegeben wegen ihrer Rückenschmerzen. Schläfst du immer noch? Beeil dich, sonst kommst du zu spät ins Büro. Mein Rücken. Ich hab mir den Rücken verrenkt. Du hast dich bestimmt verlegen, mein Schätzchen. Auf jeden Fall kann ich so nicht arbeiten gehen. Ich ruf den Arzt an. Ich habe prächtig geschlafen. Euer Bett ist wirklich ausgesprochen bequem. Ja, ich weiß, dass es bequem ist. Man könnte denken, du bist ein alter Mann. Rückenschmerzen? Also ich werde dich jedenfalls nicht massieren. Kommt nicht in Frage. Ich hasse das. Nick, hast du keine Schule? Doch. Sag mal, Oma, bringst du mich hin? Dann kann ich dir alle meine Freunde vorstellen. Gern, mein Häschen. Das wird ein schöner Tag. Nutzen wir ihn. Ja, toll. Mehr kann ich nicht tun. Was Sie jetzt brauchen, das ist Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe. Das ist kein Problem. Ich bin allein hier. Meine Frau macht Einkäufe und mein Sohn ist in der Schule. Dann sind Sie ja ein richtiger Glückspilz. Außerdem gibt es ein Fußballspiel im Radio. Ja, haben Sie denn keinen Fernseher? Was soll ich damit? Wissen Sie, mein Radio funktioniert sehr gut. Nun, ich gehe jetzt. Sie können liegen bleiben. Ich kenne den Weg. Aber... Guten Tag. Die Lehrerin ist krank und die Schule fällt aus. Ist das nicht toll? Ich dachte, es wäre doch lustig, wenn Nick seine Freunde nach Hause einlädt. Also heute geht das gar nicht. Der Arzt hat mir absolute Ruhe verordnet. Och, gar kein Problem. Wir wollten sowieso nicht hierbleiben und dich pflegen. Wir fünf gehen nämlich lieber in den Zoo. Da sehen wir uns Tiere an und essen Waffeln. Ja, super. Aber dazu brauche ich dein Auto. Was? Kannst du überhaupt fahren? Ich konnte schon fahren, da gab's dich noch gar nicht, mein Lieber. Ja, gut.
Aber ich komme mit und zeig dir lieber alles. Ah, oh, mein Rücken. Das ist toll! Alles klar, Oma? Bei mir ja. Aber das Auto ist irgendwie komisch. Wenn unser Auto nicht losfährt, haut mein Vater einfach aufs Lenkrad. Probieren Sie's. Blöd, Mann. Die Handbremse muss man lösen. So, das hätten wir. Dann also jetzt vorwärts, Kinder. Du meinst wohl rückwärts, ja? Oh, das wird dein Vater gar nicht gut finden. Sag es ihm nicht. Wenn ich etwas Dummes mache, sage ich es Mama und Papa auch nicht immer. Auch wenn ich es nicht sage. Mein Vater kriegt es immer raus. Nein, es kommt nicht in Frage, das zu verheimlichen. Zu seinen Fehlern muss man stehen, Kinder. Schlaf weiter. Ich habe dir nur die Autoschlüssel zurückgebracht. Was? Gibt es ein Problem mit meinem Auto? Sag mir alles, sofort. Nein, ich habe mir nur überlegt, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir alle mit dem Bus in den Zoo fahren würden. Dann habe ich kein Problem mit dem Parkplatz. Das ist eine gute Idee. Ich denke, man soll sagen, wenn man etwas Dummes gemacht hat. Die Genesung des Kranken geht nun mal vor, mein Häschen. Du willst doch nicht, dass sich sein Zustand verschlimmert. Es wird wohl bald regnen. Ich rühre mich jedenfalls nicht von hier weg. Ich bleibe zu Hause schön trocken und warm. Jawohl. Ja, geschafft, Leute. Und nicht mal nass. Na, dann eben kein Zoo. Bloß schade um die Waffeln. Keine Sorge, ich mache euch ein paar schöne Eierkuchen. Ja! Ja! Na, und? Wen mache ich nach? Papa! Das war ja nun auch nicht schwierig, nicht wahr? Würdet ihr vielleicht mal ein bisschen leiser sein? Mein Spiel fängt gleich an. Ist sowieso Zeit für den Mittagsschlaf. Dann bis später, Kinder. Das riecht gut. Sind noch Eierkuchen für mich da? Nein, aber stimmt, sie waren wirklich sehr gut. Gut, was ist? Wollen wir Verstecken spielen? Ja! Wir übertragen direkt aus dem Stadion, wo einige Minuten vor dem entscheidenden Spiel Hochspannung herrscht. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Das gilt nicht. Du hast geguckt. Die beiden Mannschaften kennen sich sehr gut. Sie sind Rivalen seit dem legendären Spiel. Franz, du siehst doch, dass ich mich ausruhen will. Versteck dich woanders. Aber hier werden sie mich nie suchen, bitte. Na gut, einverstanden. Ja. Mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Ich spreche oft im Schlaf. Hey! Hab dich! Gut gemacht. Ja, Nick, gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass deine Eltern es gut finden werden, wenn sie sehen, was mit dem Vorhang passiert. Wir sagen es einfach nicht. Wo ist die alte Nähmaschine, die ich deiner Mutter geschenkt habe? Einwurf des Verteidigers. Doch der Schiedsrichter sieht auf die Uhr. Noch 10 Minuten. In 10 Minuten ist die erste Halbzeit dieser ereignisreichen Begegnung vorbei. Und wer weiß, vielleicht wird dann der eine oder der andere Spieler Fußballgeschichte geschrieben haben. Warum macht ihr alle so ein Gesicht? Was habt ihr angestellt? Wir haben nichts angestellt, oder? Und wenn es so wäre, würden wir es ihnen nicht sagen. Geht woanders spielen. Können wir das Spiel mithören? Na gut, aber seid still. Und das Spiel geht weiter. Jetzt ist Schulze im Ball. Warum habt ihr kein Fernsehen? Mein Vater sagt, das ist zu teuer. Ich habe gesagt, seid still, Otto.
gut aus. Seine Laufstärke kommt nun zum Einsatz. Na los, mach schon, schieß! Mal los! Da hab ich wohl schon wieder etwas Dummes gemacht. Nein, doch nicht jetzt. Das kann doch nicht sein. Da ist wohl die Sicherung rausgesprungen. Oh. Also, das war's schon. Ich muss sagen, du hast wirklich zwei linke Hände. Ich habe den Eindruck, es war gut, dass der Kleine mich geholt hat. Was glaubst du mit meinen verflixten Rückenschmerzen? Nun mach schon, reparier es, wenn du so schlau bist. Also das ist echt das erste Mal, dass Papa sagt, Herr Bleder ist schlau. Wenn Sie Zucker wollen, bedienen Sie sich nur. Vielen Dank für den Tee, er ist vorzüglich. Das ist doch das Mindeste. Immerhin verdanken wir es Ihnen, Herr Bleder, dass wir wieder Strom haben. Ich würde mir sehr gern das Spiel anhören. Es wird langsam Zeit, dass du dir einen Fernseher kaufst, mein Lieber. Danke, mein Radio funktioniert ausgezeichnet. Ja! 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 So. Macht es dir etwas aus, wenn ich heute Nachmittag zu dir ziehe? Nein, aber du weißt, meine Heizung ist kaputt. Das macht nichts. Ich friere nicht so leicht. Außerdem nehme ich mir meinen dicken Schal und die Fausthandschuhe mit. Hallo, Schatz, dir geht's wohl besser. Sag mal, weißt du, dass du einen platten Reifen hast? Ich bock dir gern mein Mofa, wenn du willst. Ich frage mich, ob Papa einverstanden ist, dass wir mitkommen, meine Freunde und ich. Denn bei Oma gibt's wenigstens Fernsehen. Die Armbanduhr. Nick, ein Päckchen von Oma. Mein siebter Sinn sagt mir, es ist ein Geschenk für dich. Hm? Wow, eine Armbanduhr. Die ist super toll. Sieh mal, sie hat sogar einen Zeiger, der sich immer dreht. Das sieht deiner Mutter ähnlich, dem Kind ein so teures Geschenk zu machen. Die Uhr wird nicht lange am Leben bleiben, glaub mir. Naja, wann immer es um meine Mutter geht, da... Papa, ich verspreche dir, ich werde sehr darauf aufpassen. Warte, bis ich los sage, ja? Los! Schnell, Mama! Schneller, Mama, schneller! Stopp, 30 Sekunden. Dann jetzt die zweite. Du kannst den Rekord brechen. Kann ich jetzt die Zeit für den Schokoladenkuchen im Ofen messen? Hör mal zu, Nick. Ich glaube, da vertraue ich lieber meinem Instinkt. Ist dieser Geschmack nach Verbranntem normal? Mama, kann ich die Zeit messen, wenn du den Tisch abräumst? Du solltest lieber deinem Vater die Zeit messen, weißt du? Ich habe mit dem Abwasch zu tun. Gute Idee. Weißt du was? Ich wette mit dir, dass ich ein Kreuzworträtsel in weniger als 10 Minuten löse. Und da Papa sich seiner so sicher ist, verspricht er, den Abwasch zu machen, falls er es nicht schaffen sollte. Aber selbstverständlich, Schatz. Hier ist der Lappen. Ich brauche ihn ja im Moment noch nicht. Gut, bist du bereit? Aber ja doch. Fang an! Schneller, Papa, schneller! So, Nick, du gehst jetzt mal schlafen. Du hast genug mit deiner Uhr gespielt. Beeil dich, Nick, und vergiss nicht, deine Uhr abzunehmen. Sie ist nicht wasserdicht. Oh nein, jetzt ist sie kaputt. Was sagst du? Ich hab dich nicht verstanden. Nichts. Ich hab gesagt, ich bin gleich fertig. Sag mal, Nick, warum rennst du so? Ich beeil mich. Ich muss in die Schule. Wie spät ist es denn? Gleich 8 Uhr. Was? Es ist schon 8? Oje, oje. Wiedersehen, Schatz. Was ist denn mit ihm los? Es ist doch gerade mal 7:30, oder?
vielleicht. Nicht anfassen, du machst sie bloß noch fettig. Lass mich mal, ich habe geschickte Hände. Vor allem, um den anderen eine reinzuhauen. Ich kann ja mal damit anfangen, wenn du willst. Hä? Wir brauchen was ganz Kleines. Eine Haarnadel oder so. Wie die Geheimagenten für ihre Tresore. Wozu das denn? Die Uhr ist doch schon offen, Mann. Um sie auseinanderzunehmen, du Eierkopf. Na dann, leert mal alle eure Taschen aus. Das nicht, das auch nicht. Und das erst recht nicht. Hier, mit meinem Lutscherstiel. Damit könnte es vielleicht gehen. Ja, den kann man als Hebel benutzen. Oh! Nein, die Feder, die müssen wir unbedingt finden. Ich hab sie. Was treibt ihr da schon wieder? In die Klasse, aber schnell. Warum will die verdammte Feder nicht wieder reingehen? Nimm das Rädchen raus, das blockiert. Warte, wirklich? Nimm es raus. Ich verstehe nämlich was von Mechanik. Und jetzt? Sehr schlau, wirklich. Schade. So eine Uhr wäre praktisch. Wir hätten gewusst, wann man die Halbzeit pfeifen muss. Als ob das wichtig ist. Was sage ich denn nun meinen Eltern? Sonst dauert es immer länger, bis mein Spielzeug kaputt ist. Wir könnten zu Aschenbrenner gehen. Er muss sich mit Uhren auskennen. Er verkauft sie doch. Na, hoffentlich kennt er sich damit besser aus als du. Ja, was denn noch? Ist hier etwa ein Schild? Da steht doch nicht dran, Reparaturen aller Art, oder? Sie könnten Ihren Kunden aber entgegenkommen, finde ich. Von welchen Kunden sprichst du? Diese Uhr habt ihr ja nicht mal hier gekauft. Ihr drückt doch immer nur eure Nasen am Fenster platt und macht es fettig. Hä? Siehst du was? Oh, verdammt noch mal! Abflug! Wiedersehen, Herr Aschenbrenner. Trotzdem danke. Jetzt ist alles im Eimer. Ich weiß nicht, wer sie reparieren kann. Es muss einer sein, der geduldig und sorgfältig ist und nicht Nein sagen kann. Hört sich an, als redest du von Adalbert. Na klar, genau, das ist es. Adalbert. Hallo, wie geht's, Adalbert? Oh nein, kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich euch meine Rechenaufgaben gebe. Ihr müsst eben mal selbst arbeiten. Nein, wir kommen doch nicht deswegen. Wir haben eine Überraschung für dich. Ach ja? Eine Überraschung für mich? Sieh mal, wir können sie nicht selbst reparieren. Aber da du schwierige Aufgaben magst, haben wir sie extra für dich aufgehoben. Das geht nicht. Meine Mutter hat mir verboten, mit euch zu spielen. Ihr seid schlechter Umgang für mich. Ja, das sagst du jetzt so. Gib doch lieber zu, dass du Angst hast, dass du es nicht schaffst, die Uhr zu reparieren. So, jetzt noch dieses ganz kleine Teilchen. Mann, das sagt er jetzt schon zum 10. Mal. Ich langweile mich. Wir können ja eine Runde Fußball spielen. Nein, 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 nein! Nicht mit dem Globus. Selbst ich darf den nicht anfassen. Wow, was ist das? Sieht aus wie Schokoladenmakron. Vorsicht, nicht anfassen. Hä? Das brauche ich für meine Studien über Bakterien im nährstoffarmen Milieu. Das ist empfindlich. Hey, das ist ja irre. Hast du klein, was sahst du schon genauso aus wie heute? Hey, du! guten Tag. So ein Mist. Jetzt ist meine Uhr immer noch nicht repariert. Ich nehme sie lieber ab, sonst sehen meine Eltern gleich, dass sie kaputt ist. Wünscht mir mal Glück, Leute. Mach's bis morgen. Halt die Ohren steif. Was ist mit deiner Uhr passiert? Nick, bist du das? Komm mal einen Moment rein. Du wirst dich freuen, mein Schatz. Du kannst jetzt mal deine hübsche Uhr einsetzen. Du wirst den Braten überwachen. Du wartest eine halbe Stunde und dann rufst du mich, ja? Willst du dich nicht lieber auf deinen Instinkt als Köchin verlassen? Ist irgendetwas mit dem Backofen gewesen? Kümmer dich lieber um dein Kreuzworträtsel. Du musst es in 10 Minuten fertig haben, sonst wartet wieder das Geschirr auf dich. Jetzt werde ich es schaffen. Du wirst sehen. Nick, halte deine Armbanduhr bereit. Ja, aber ich habe die Hausaufgaben noch nicht fertig. Hausaufgaben? Seit wann bestehst du darauf, Hausaufgaben zu machen? Wie kommt es, dass... Du hast deine Uhr verloren, hab ich recht? Es ist nicht meine Schuld, Na was? Mach schon, ich höre.
Es war Hühnerbrühe. Er hat sie mir weggenommen. Aber es ist nicht meine Schuld. Na, wenn das so ist, werde ich morgen mal bei deiner Schule vorbeigehen. Wenn mein Vater mit Hühnerbrühe spricht, ist alles im Eimer. Dann weiß er, ich habe gelogen und die Uhr ist kaputt. Du brauchst doch nur dafür zu sorgen, dass er die Uhr wirklich einbehält. Das ist ja nicht weiter schwer. Er nimmt uns sowieso immer alles weg. Die Idee ist super. Aber was mache ich, damit er sie mir wegnimmt? Wie wär's, wenn du ihn blenden würdest? Ja, das klappt bestimmt. Mach mir die Freude und steck diese Uhr weg. Ich will sie nicht mehr sehen. Und bis zum Ende der Pause verhaltet euch ruhig. Aber wollen Sie mir die Uhr denn gar nicht wegnehmen? Nein, dieses Mal nicht. Was ist denn? Werden Sie plötzlich nett? Du hast recht. Ihr kommt nächsten Sonnabend zum Nachsitzen, alle beide. Na, das war vielleicht ein toller Rat. Vielen Dank. Und meine Uhr hat er mir auch nicht weggenommen. Jetzt kann ich was dafür, ja? Ich hab sie satt, deine blöde Uhr, die nicht mal geht und mit der man nicht mal Fußball spielen kann. Ach so? Ihr habt nur dumme Ideen. Und wenn Georg sie nicht auseinandergenommen hätte, würde sie noch gehen. Sag das nochmal. Ah, ist ja toll. So dankst du mir also dafür. Das stimmt. Du bedankst dich wirklich nicht sehr oft. Mir ist das immerhin eingefallen mit dem Hühnerbrühblenden. Wollt ihr euch etwa mit mir hauen? Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist nur wegen seiner blöden Uhr. Also, ich habe langsam genug von dieser Uhr. Los, gib sie her. Na sowas. Danke, Jungs. Tja, dazu sind wir doch Freunde. Guten Tag, Herr Herr Hühnerfeld. Ich komme wegen der Uhr meines Sohnes vorbei. Ah ja, die Uhr. Aber wie kommt es, dass Sie schon Bescheid wissen? Vielen Dank. Ich verspreche, dass ich von jetzt an vielartiger sein werde und meinen Lehrern immer sofort gehorche. Sehr schön, mein kleiner Nick. Aber du hättest mir sagen können, dass sie kaputt ist. Dann hätte ich sie. Wie bitte? Kaputt? Aber wir hatten dich doch gebeten, vorsichtig mit deiner Uhr umzugehen. Ich kann nichts dafür. Zuerst war da die Dusche und dann wollte die Feder nicht wieder reingehen. Und der Herr Aschenbrenner, der wollte uns nicht helfen. Ja, natürlich. Aber ganz zufällig kenne ich mich ein bisschen damit aus. Wenn Sie wollen, kann ich mir das ja mal ansehen. Vielen Dank. Das ist wirklich super nett. Dann kann ich heute bei meinem Vater die Zeiten beim Kreuzworträtsel lösen stoppen. Ja, also es wird auch so gehen, aber das ist sehr nett von Ihnen. Aber vielleicht würdest du es diesmal schaffen, Papa. Lass mal gut sein, Nick. Wir verzichten drauf.